Hey Leute, Coach Steph hier und heute erkläre ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr euch im Training verletzt. Einmal direkt danach, einmal langfristig, dass ihr wieder fit werdet und wie ihr euer Training trotzdem durchziehen könnt. Let's go! Wenn du Sport machst, dann verletzt du dich. Das gehört nun mal dazu. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du Fußball, Handball, Basketball spielst, ob du Kampfsport machst, MMA, Judo oder ob du im Fitnessstudio trainierst. Immer, wenn dein Körper eingesetzt wird, ans Limit geht, kann es mal sein, dass man irgendwo übers Ziel hinausschießt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn es denn soweit gekommen ist und ich habe mich verletzt? Und darum geht es im heutigen Video. Und wir haben einmal die Ersthilfe. Was machst du, wenn du dich jetzt gerade verletzt hast? Was machst du in den ersten 10 Minuten? Und das ist so ziemlich das wichtigste Zeitfenster. Dann werden wir noch beleuchten, was mache ich in den nächsten Tagen, Wochen, in denen ich mich dann wieder aufbauen muss, regenerieren muss. Und der letzte Block heute im Video, wie kann ich trotzdem mein Training weiterführen? Weil, seien wir ehrlich, für einen Sportler ist es das Schlimmste, wenn du nichts machen darfst, wenn du Pause hast. Von daher gibt es auch da ein paar Tipps dazu, dass du nicht allzu sehr abbaust. Beginnen wir mit der Erstversorgung. Du hast dich jetzt im Moment verletzt. Du bist gerade umgeknickt. Im Fußball ist dir gerade einer hinten reingegrätscht. Du hast gerade eine Übung gemacht und merkst jetzt den Zug. Was machst du jetzt? Und gerade dieses Zeitfenster der ersten 10 Minuten nach der Verletzung ist sehr wichtig, weil hier entscheidet sich, wie lange du ausfällst. Du kannst ja wirklich mit jeder Minute, in der du was richtig machst, später Wochen an Regeneration sparen. Und da ist allgemein das Pech-Prinzip anzuwenden. Pech bedeutet P wie Pause, E wie Eis, C wie Kompression und H wie Hochlegen. Also Pause, Eis, Kompression und Hochlegen. Und ich erkläre euch jetzt kurz, Step by Step, die einzelnen Schritte, was du wirklich direkt nach der Verletzung machen solltest. Pause ist relativ simpel. Hör auf mit dem Sport. Wenn du gerade umgeknickt bist, dann renn nicht weiter. Wenn du gerade deine Hand gebrochen hast, spielst du nicht weiter Tennis. Und wenn du gerade beim Bankdrücken deine Bizepssehne angerissen hast, dann solltest du nicht weiter Bankdrücken machen. Von daher, Pause ist, okay, fertig für heute, das war's. Die nächsten beiden Punkte sind Eis und Kompression. Und die würde ich gerne zusammenfassen, weil sie zusammen gehören. Du hast dich gerade verletzt, gerade deine Bänder überdehnt, Bänder gerissen, Muskel gezerrt, Muskelfaserriss. Was passiert im Körper? Es entstehen Einblutungen. Du bekommst eine Schwellung, es wird rot, es wird dick, es wird warm. Ähnlich wie eine Entzündung. Und hier gilt es, diese Schwellung möglichst gering zu halten. Weil desto mehr dein Gewebe jetzt vollläuft, desto länger braucht dein Körper, um das wieder abzubauen. Also hier ist es wirklich wichtig, die Schwellung gering zu halten. Und dabei hilft dir Eis und Kompression. Eis ist vor allem schmerzlindernd. Ja, es tut weh. Beispiel, du hast dich irgendwo verletzt und dein Schmerzrezeptor, der schlägt jetzt Alarm. Es tut weh. Und den hemmst du durch Bewegung und Temperaturunterschied. Mal ein Beispiel. Du hast deinen Finger auf eine heiße Herdplatte gelegt, es tut weh. Was machst du automatisch, ohne drüber nachzudenken? Du ziehst ihn weg, fängst an, die Hand zu schütteln und drauf zu pusten. Ja, du hast sofort Bewegung, Bewegung, pusten, tust ihn in den Mund. Automatisch. Du verletzt dich, dann tust du nicht da liegen und sagen, au, es tut weh, sondern du machst, ah, fuck. Machst irgendwas, du versuchst es zu bewegen, um diesen Schmerzrezeptor zu hindern. Dabei hilft das Eis. Die Kompression hilft dabei, möglichst wenig Blut, möglichst wenig Flüssigkeit in dieses Areal zu bringen. Das heißt, zuschnüren, eng machen, dass die Schwellung gar nicht so groß wird. Und diese beiden machst du am besten gemeinsam. Und der letzte Punkt im Pech-Prinzip ist das H wie Hochlegen. Du hast ja gerade die Bänder im Fuß gerissen, Eis und Kompression drauf, als nächstes hochlegen, damit mit der Schwerkraft das Blut rauskommt und möglichst wenig hochgepumpt wird. Das ist dasselbe Beispiel, du machst einen Handstand, hältst das Ganze und irgendwann läuft dir das ganze Blut in den Kopf und du kriegst Kopfweh. Selbes Prinzip. Also Pause, Eis, Kompression und hochlegen. Innerhalb der ersten 10 Minuten nach der Verletzung ganz wichtig. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das tatsächlich macht am Hand vom Sprunggelenk. Wenn du dich gerade verletzt hast, brauchst du einen Erste-Hilfe-Kasten oder irgendwas, wo du solche Mullbinden findest, damit du einen Kompressionsverband anlegen kannst. Das Problem ist eher die Kühlung, weil Eis hast du so per se nicht rumliegen. Und selbst wenn du im Fitnessstudio irgendwo einen Eisbeutel bekommst und den drauf legst, hast du noch ein anderes Problem. Und zwar kühlt es nur oberflächlich,
Bringt dir also nichts, wenn die Kühlung zu stark ist, weil du irgendwie ein Eisspray verwendest, schädigst du dein Gewebe und dein Körper reagiert auf zu große Kälte mit mehr Durchblutung. Ja, weil hier ist kalt und der Körper will nicht, dass es kalt ist, also schickt er noch mehr Blut in das Areal. Und das willst du möglichst auch nicht haben. Das heißt, du brauchst eine Kühlmöglichkeit, die nicht zu stark ist, langfristig hält und nicht nur oberflächlich ist, sondern so ein bisschen mehr in das Gewebe reinkommt. Und da wird es dann schon kompliziert. Ich bin ja eigentlich Physiotherapeut und habe früher Fußballmannschaften betreut, Handballmannschaften, habe Kampfsport gemacht und da kommt es häufiger vor, dass du halt direkt dabei bist, wenn sich einer verletzt. Auf dem Fußballplatz hast du da so einen Eiskoffer mit Wasser, Eis und einem Schwamm. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist mit diesem Schwamm das Eiswasser über der Kleidung, über dem Schuh ausdrücken, damit dieses Areal gekühlt wird, das Eis aber nicht direkt auf die Haut geht. Ja, man lässt auch den Schuh an, damit die Kompression bleibt. Man tut wirklich nur komplett die Kleidung und den Schuh mit dem Eiswasser nass machen. Problem ist, im Fitnessstudio hast du sowas nicht. Einen Eiskoffer mit Eis und Schwamm hast du nicht. Was machst du jetzt? Und da habe ich euch heute was mitgebracht von der Firma Medivit. Die sind auch gleichzeitig der Sponsor vom heutigen Video. Und zwar ist das so eine Kühlflüssigkeit, in der ihr quasi diese Binde einlegt und dann mit der getränkten Binde die Verletzung umbindet. Weil dann habt ihr genau den gleichen Effekt, als hättet ihr jetzt eisgekühlte, nasse Kleidung um euer Bein und eure Verletzung. Es wird intensiv innerlich gekühlt, nicht von außen, langfristig, als hättet ihr nasse Kleidung auf, ohne die negativen Effekte, wenn ihr jetzt Eis direkt drauflegen hättet. Wir machen das Ganze heute am Beispiel vom Sprunggelenk. Angenommen, ihr seid im Fußball umgeknickt, beim Joggen umgeknickt, habt irgendwas innen, außen an den Bändern. Dann solltet ihr hier jetzt einmal den Fuß hochlegen, Pause machen und einen Kompressionsverband anlegen. Dazu braucht ihr einmal Mullbinden, eine reicht eigentlich, die sind so ein bisschen elastisch, etwas zum Kühlen, in unserem Fall heute hier das Fluid von Medivit, aber wie gesagt, falls ihr das jetzt noch nicht habt oder was anderes benutzt, ist es auch in Ordnung und einmal so ein Fixierungstape, wo ihr später quasi über den Verband legt, damit er nichts verrutscht und damit ihr auch gleich der Kleidung drüber anziehen könnt. Also, ihr habt jetzt angenommen hier das Medivit-Pack, bei denen ist es so, ihr tut da die Mullbinde rein, nehmt die Flüssigkeit, schüttet es da drüber, dann könnt ihr das Ganze da drin liegen lassen, dann weicht es quasi ein. Also ich habe jetzt hier diese Mullbinde, die ist schon mit dem Flüssigkeitsding getränkt. Und ihr nehmt jetzt hier einfach den Verband, startet irgendwo und geht jetzt quasi um den Fuß rum. So, hier ist jetzt so, ist schon getränkt, es kühlt schon und ich verbinde jetzt hier einmal um den Knöchel rum. Ihr müsst allerdings aufpassen, der Zug sollte nicht zu groß sein, nicht zu locker sein, es ist ja elastisch, wenn ihr jetzt zu stark zieht, wird euer Fuß taub. Ja? Also lieber ein bisschen weniger erfahrungsgemäß als zu viel. Und bindet dann hier einmal rum. Was ihr vielleicht kennt, wenn ihr irgendwo mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt, dass ihr noch so ein Ding nehmt und es hier quasi einwickelt, damit auf diesem Punkt quasi der Druck größer ist. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Ja, ist nur eine Möglichkeit, nochmal hier punktuell den Druck zu verstärken, wenn es sich anbietet. Warum nicht? Aber ansonsten fangt ihr an, das Ding hier rumzuwickeln. Achtet dabei darauf, dass das Gelenk beim Verbinden in Nullstellung ist, bevor ihr es dann wirklich letztendlich festzieht und das Ende könnt ihr dann entweder mit einem Pflaster irgendwie verbinden oder einfach reinstopfen. So, jetzt habt ihr euer Ding verbunden, es ist schon gekühlt oder ihr macht eben jetzt euer Eiswasser drauf, jetzt euer Eisspray, was ihr halt da gerade da habt, damit das kühl ist. Und dann kommt im Prinzip als letztes das Fixierungstape. Und das könnt ihr jetzt hier nochmal überlappend auf alles legen. Einfach wie gesagt, damit der Verband länger hält, damit auch nichts verrutscht. Legt ihr das Ganze hier rüber. Ist natürlich ein bisschen schwierig gerade im Video, wenn man sich selbst verbinden muss. Normal sollte das irgendjemand anders machen. Und wenn ihr das hier einmal rumgelegt habt, ist das ganz gut, weil ihr könnt es einfach mit dem Finger abreißen. Und das ist auch selbstklebend. So, jetzt habt ihr euren Fuß verbunden, in Nullstellung, gekühlt, Kompression draufgebracht. Legt das Ganze hoch und jetzt habt ihr quasi die wichtigste Zeit, das wichtigste Fenster, die ersten 10 Minuten nach der Verletzung, habt ihr jetzt super bestanden, damit ihr in den nächsten Wochen schneller fit werdet. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Und das ist von Verletzung und von Struktur unterschiedlich. Habt ihr euch ein Band gerissen, Muskel gezerrt, sind das mal locker 6 bis 8 Wochen, habt ihr euch einen Knochen gebrochen, dürft ihr auf jeden Fall 8 Wochen rechnen, bevor das Ganze wieder richtig funktioniert. Habt ihr euch jetzt nur leicht überdehnt,
was geprellt oder ein Muskel angezerrt, dann seid ihr nach 2 Wochen an sich wieder fit. Ist aber bei jeder Verletzung und bei jeder Person unterschiedlich. Also pauschal kann man das nicht sagen, von daher bitte immer zum Arzt gehen, abchecken lassen. Nicht nur dieses Video gucken und anhand dessen dann entscheiden, was ihr macht. Ja? Safety first, geht zum Arzt, guckt euren Physiotherapeuten, soll drüber gucken und dann könnt ihr weitermachen. Ich weiß, ihr seid Sportler und das Schlimmste ist, wenn du Pause machen musst. Von daher kommt oft die Frage, ey, kann ich trotzdem trainieren und was soll ich machen? Wenn jetzt mein Fuß links wehtut, kann ich dann den rechten trainieren? Und ich sage euch ganz ehrlich, die richtige Antwort wäre eigentlich nein, weil dein Blutdruck erhöht sich. Dadurch erhöht sich auch der Blutdruck in der Verletzung, weil dein Körper ja als Ganzes ist. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten befolgen den Tipp nicht. Von daher, selbst wenn ich Physiotherapeut bin, gebe ich euch doch den praktischen Tipp, trainiert um eure Verletzung drumherum. Ja, wenn mir jetzt meine linke Hand wehtut, trainiere ich trotzdem meine Beine. Habe ich meine Schulter verletzt, trainiere ich trotzdem meinen Bauch. Also da ist immer, mach das, was nicht wehtut und ganz wichtig, übertreib's nicht. Weil alles erhöht die Durchblutung im ganzen Körper, den Blutdruck. Von daher werdet ihr jetzt keinen neuen Rekord im Kreuzheben aufstellen, wenn ihr gerade irgendwo eine Verletzung habt. Ja, also locker starten, das machen, was nicht wehtut und auch darauf achten, angenommen, ich habe jetzt trainiert, wie ist es am nächsten Tag? Wird es dadurch schlimmer? Habe ich dadurch irgendwelche Beeinträchtigungen? Ja, also lieber locker machen, mehr darauf achten, aber ihr könnt trotzdem aktiv sein und ein lockeres Training einer anderen Muskelpartie machen. Yo, und das war's für heute. Ihr findet den Link zu den ganzen Medivit-Produkten unten in der Infobeschreibung. Einfach mal draufklicken, durchgucken. Ist nicht allzu teuer und es lohnt sich immer, sowas daheim zu haben, wie so eine Regenerationstasche, weil ihr wisst nicht, wann ihr euch verletzt. Wir haben jetzt beispielsweise hier, ich habe ein eigenes Fitnessstudio. Ich habe klar einen Erste-Hilfe-Kasten, den muss man haben, aber darüber hinausgehend natürlich auch speziell für die Verletzungen, die man halt beim Training so hat, da hat. Von daher, wenn ihr eine Mannschaft betreut, Physiotherapeut seid, irgendwas habt, dann solltet ihr eure eigene Tasche herrichten und dann halt solche Produkte haben und auch wissen, wie ihr sie verwendet. Von daher, testet es an euch selbst. Falls ihr Fragen habt, gerne unten reinschreiben. Und falls ihr neu seid, Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.